Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Serie oder ich sag mal, kleine Folge Elite Dangerous hier auf meinem Kanal. Ich kam auf dieses Spiel durch den lieben Frankonia, der ein bisschen auf Twitter gezockt hat, beziehungsweise das auf Twitter präsentiert hat. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir das gleich geholt habe. Und ich werde jetzt hier mal so ein bisschen im Einzelspieler-Modus rummachen. Ab und zu mal was auf YouTube da bringen. Ich werde jetzt keine ganzes Gameplay von machen, aber so ab und zu mal was werde ich hier wo ein bisschen reinstellen. Und ich logge mich jetzt gerade mal ein. Ich habe schon ein paar Stunden hinter mir mit diesem Spiel. Und ich habe schon etwas an Geld zusammengesammelt. Sieht man das hier überhaupt, wie viel ich jetzt habe? Ne, sieht man nicht. Muss ich hier mal reingucken? Ja, hier sieht man es. Wo ist es? 471.927 Credits. Das ist diese Währung hier in diesem Spiel. Und da habe ich schon ein paar Flüge für absolviert. Ja. So. Jetzt schauen wir mal nach, wie es aussieht mit dem Tank. Habe ich schon vollgetankt? Ich glaube, ich habe das schon mal. Vollgetankt das Raumschiff. Ja, man sieht es hier. Das Raumschiff ist vollgetankt, also kann die Reise losgehen. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz auf dem schwarzen Brett einen Auftrag annehmen. Sofern Aufträge da sind. Es gibt manche Stationen, da gibt es keine Aufträge. Na, das dauert aber lang hier. Okay. Hat sich jetzt das Spiel aufgehangen oder was? Alter. Na, immerhin. So, ein Kurierauftrag ist verfügbar. Ich habe jetzt diese 400.000 nur mit Kurieraufträgen zusammengekratzt. Weil die anderen Dinge, die, ich weiß nicht, mein Frachtraum ist noch nicht groß genug hier. Da kann ich noch nicht so viel, glaube ich, transportieren. Deswegen spare ich mir jetzt hier durch die Kurieraufträge ein neues Raumschiff zusammen. Und dann nehmen wir noch, warte mal, der andere war viel teurer. Hier für 29.227 Credits nennen wir den Kurierauftrag an. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir mit unserem Raumschiff überhaupt dahin bekommen. Und dazu gehen wir in die galaktische Karte. So, Routeplan ist möglich, ja. Ja, das ist in der Nachbargalaxie. Und das sieht man mal, wie groß, können wir rauszoomen, wie groß dieses Spiel ist. Also jeder Punkt hier ist ein Stern. Schaut es euch an, Alter. Alle für Walde. Ja, und das ist die Galaxie, Freunde. Also da ist schon ein bisschen was abzugrasen. Ob man da wirklich überall hinfliegen kann, ich glaube schon. So, gehen wir nochmal rein. Zoomen wir nochmal rein hier in die Geschichte. So, wir müssen fliegen. Wo müssen wir denn hin? Zu dem Sternsystem Dromi. Da haben wir jetzt unsere Route eingegeben. Die ist jetzt gelb markiert, man sieht's. So. Jetzt müssen wir nur noch den Auftrag annehmen. Jawohl, Hammer. Und dann geht's zurück ins Raumschiff. Ups. Falscher Knopf. So. Jetzt habe ich alles eingegeben. Und dann geht's los zum Starten. Wir sind nämlich noch in dieser Station drin. Und müssen jetzt starten. Das heißt, hier rausfliegen aus der Station. Das ist als Anfänger gar nicht so einfach. Also so richtig gut bin ich mit der Steuerung noch nicht. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier gleich ein bisschen anecke. So. Hier vorne sehen wir, das was ein bisschen blau schimmert, das ist der Ausgang, da müssen wir durchfliegen. Zuerst müssen wir aber hier mal an Höhe gewinnen. So. Dann drehen wir uns mal ein bisschen. Sodle. Genau so. Und hinten auf der rechten Seite ist dieses grüne Licht, da müssen wir raus. Und auf der linken Seite ist das rote, das ist quasi wie im Straßenverkehr.
rechts und ja, wir fahren rechts. Und auf der linken Seite kommen die Raumschiffe rein. So, jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben nämlich ein Zeitlimit, 4 Minuten. Und 15 Sekunden brauchen wir. Oder kriegen wir vorgegeben, dass wir hier raus sind müssen. So, das passt doch so ziemlich. Ja, das kommt hin. Ein bisschen runter. Und ein bisschen mehr Gas. So, ja. Ach, das passt doch. Wie die Faust aufs Auge. Perfekt. So, jetzt können wir noch ein bisschen mehr Gas, damit wir hier fort kommen. Weil wir müssen die Massensperre überwinden. Und dazu muss ich jetzt erstmal das Fahrwerk entfahren. So, jetzt müssen wir warten, bis unten rechts ist diese Massensperre. Sieht man, ist noch weiß markiert. Wenn die weggeht, können wir Vollgas geben, dann können wir ins nächste Sternensystem fliegen. Und dazu tun wir jetzt erstmal anpeilen. So, genau da müssen wir hin, zum Sternensystem Dromi. So, jetzt müsste auch gleich die Massensperre wechseln. Ich denke mal, nach 5 Kilometer Abstand zur Station müsste die weggehen, die Massensperre. Dum-di-dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ah, komm schon. Ja, es dauert ein bisschen, bis wir von der Station weg sind. Das ist, wo ist es denn? Da ist der Planet, um den die Station kreist. Sehen wir die Station irgendwo? Ne, es wird nicht. Aber jetzt ist die Massensperre weg. Ja, genau. Jetzt können wir Gas geben. Jetzt gehen wir in Lichtgeschwindigkeit. Fliegen wir jetzt hier hin. Clear of the station. This is traffic operations. Signing off. Ja, jetzt geht's ab. Das ist wie ein Raumschiff Enterprise, gell, wenn es so abgeht. So, da sind wir jetzt schon. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir in die Sonne reinfliegen. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Jetzt sind wir noch im Superdrive-Modus. Und jetzt schauen wir mal im Sternensystem auf die Karte, wo genau die Station ist, auf die wir landen müssen. So, das ist die Sternensystemkarte. Man kann es auch umstellen so, aber ich finde es so ein bisschen angenehmer. So, und das gelb markierte hier, das ist unser Ziel. Hier müssen wir hin. Das markieren wir gleich mal. So, genau. Und jetzt kriegen wir das auch angezeigt. Auf unserem Radar, genau das Weiße hier unten. Da müssen wir hin. So, jetzt geben wir noch mal ein bisschen Gas. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass man nicht dran vorbeifliege. Das passiert bei mir öfters mal, dass ich zu schnell hier reinkomme. Und unter dem Schriftzug Mason's Dock sieht man die Entfernung, wie weit das noch entfernt ist. In Lichtsekunden. Jetzt bin ich schon wieder zu schnell. Man sieht, ich muss verlangsamen. Ja, kommen wir doch langsamer. Ach, immer bei demselben Scheiß hier. Ja, schon sind wir vorbeigeflogen. Jetzt muss ich schon mal umkehren. So. Kurze Wendemanöver mache. So, jetzt aber. Sieht man die Sonne unter. Das ist geil gemacht, das Spiel. Ich finde es richtig geil. Jetzt geben wir noch mal ein bisschen Gas. Diesmal müssen wir aufpassen, dass man nicht über das Ziel rausschieße. Deswegen nur wenig Gas gebe. Und dann treffen wir schon den Kram, die Station. Wir sind noch im Superdrive drin. Das ist quasi der Impulsantrieb hier. Wie bei Star Trek. So, langsam nähern wir uns dem Sternsystem bzw. unserer Station.
bisschen mehr Gas gebe, sonst dauert zu lang. Noch mal ein bisschen langsamer werden. Geile, geile Aussicht hier, dieser saturnartige Planet. Ist schon geil gemacht, also. Können wir mal rüber gucken hier. Ist genial gemacht hier. Genial gemacht. So. Jetzt können wir aus dem Superdrive raus. Und dann werden wir gleich direkt vor der Station auftauchen, wahrscheinlich. Genau so ist es. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Eingang ist. Gucken, wo ich da landen kann. Das ist ein ziemlich hässlicher Würfel. Also ich finde die Station ist nicht so schön. Es gibt schönere Stationen hier auf dem Game. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass man hier den Eingang findet. Das ist nämlich auch nicht so einfach manchmal. Da sieht man ein anderes... oh ja. Es wurden wir gescannt von der Station wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob wir jetzt richtig sind. Ja, jetzt gehen wir mal auf Null. Denn wir müssen hier durch diese Luke rein. Da sind wir aber schon ziemlich nah dran jetzt. Die Station dreht sich, man merkt's. Ich habe jetzt null Geschwindigkeiten, die Station dreht sich einfach weiter. So, dazu müssen wir die Landeerlaubnis einholen. Landeerlaubnis eingeholt. Und jetzt macht er mir das automatisch, weil ich die Automatik noch drin habe. Scheiße, jetzt wollte ich ja eigentlich selber landen. Aber jetzt seht ihr mal, wie das geht hier. Auf der grünen Seite wieder rein. Und Landeplatz 6 müssen wir uns suchen. Ja, das ist hier unten. Da müssen wir andocken. Das ist ziemlich steil, der Anflug. Aber durch die Automatik ist das natürlich easy peasy. Also wenn ich mal so landen kann, bin ich gut. So, jetzt sind wir angekommen hier in Mason's Dock. Und jetzt gehen wir mal in die Sternhafendienste und lassen uns bezahlen für die Datenlieferung. Für den Kurierdienst. Dazu müssen wir noch mal ins schwarze Brett gehen. Jetzt lädt es nochmal ein wenig. Dass das so lange dauert, ey. Komisch, komisch. Ja, da müssen wir ein bisschen warten, bis wir hier drin sind. Ich weiß nicht, warum es so lange lädt. Also vorher war es nicht so lange, da ist es gleich reingegangen. Und hier, ja, dauert so ein bisschen. Kommunikation mit dem Server gescheitert, ja super. Okay, jetzt sind wir aber drin, komisch. Ist es seltsam, manchmal ist es ein bisschen buggy. So. Jetzt müssen wir nochmal warten, für die scheiß Liste zu laden. Alter Verwalter, ich will mein Geld. Ja, es tut mir leid, es dauert jetzt ein bisschen. So war das eigentlich schon geplant. Ne, es dauert zu lange, es klappt nicht. Schade. Was ist hier eigentlich los? Ah, okay, ich glaube, das können wir vergessen heute. Vielleicht liegt es am Server.
keine Ahnung. Ja, es dauert wieder viel zu lange. Gleich fliegen wir wieder raus. Ja. Dann müssen wir das nochmal verlassen. Betreten wir nochmal den Hangar. Gehen wir mal rein. Vielleicht geht's innen drin wieder. So, jetzt sind wir im Hangar drin. Jetzt probier's halt hier nochmal. Ja, das geht jetzt gleich. Und ja, hier muss ich jetzt leider warten. Irgendwie stimmt was mit dem Server nicht. Und daher werde ich jetzt mal sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann zeige ich euch das mal in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin. Macht's gut, Leute.